Willkommen zur Lokführerschulung. Hier werden wir die Sicherheitssysteme des RBB RABE 523 behandeln. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Bereiten Sie den Zug zur Abfahrt vor. Drücken Sie die ETCS-Umschalttaste, um das Sicherheitssystem einzustellen, mit dem der Zug gefahren wird. ETCS Level STM übernimmt die Verwaltung der im Zug verbauten Sicherheitssysteme, ETCS ausgenommen. Das Integra Signum-Sicherheitssystem ist ebenfalls in diesem Zug verbaut. Mehr Informationen über dessen Funktionsweise können Sie im Handbuch finden. Schalten Sie nun ETCS Level 0 ein. Auf ETCS Level 0 muss sich der Lokführer auf die an der Strecke verbauten Signale halten. ETCS überwacht lediglich die Einhaltung der aktuellen Geschwindigkeitsbeschränkung. Schalten Sie jetzt ETCS Level 1 ein. Bestätigen Sie die Aktivierung des ETCS Level 1, indem Sie die Enter-Taste drücken. Das System initialisiert den Staff Responsible Modus. Sobald der Zug eine Balise überfahren hat, wechselt es zu Full Supervision. Wenn Sie ein Signal mit einer Geschwindigkeitsankündigung passieren, wird das System im Zug eine Bremskurve berechnen, der Sie als Lokführer dann folgen müssen, um rechtzeitig zum Stillstand zu kommen. Das gilt ebenfalls für stationäre Geschwindigkeitsbeschränkungen entlang der Strecke. Sie der Bremskurve nicht genau genug, wird eine Zwangsbremsung eingeleitet. Im ETCS Level 1 wird die Geschwindigkeit des Zuges permanent durch Balisen im Gleis überwacht, damit eine Geschwindigkeitsüberschreitung verhindert werden kann. Die Datenübertragung findet jedoch nur an den Balisen statt, sodass Sie als Lokführer die Signale weiterhin im Blick behalten müssen, da neue Informationen im ETCS möglicherweise noch nicht verfügbar sind.
gute Arbeit. Damit sind die Grundlagen abgeschlossen. Mehr Informationen zu den Sicherheitssystemen im SBB RABE 523 können in unserem Handbuch angesehen werden.